So, Mahlzeit, Leute. Gleich im Anschluss der nächste Motovlog. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und noch ein Stückchen mitfahren wollt. Ich wollte das Thema jetzt ein bisschen aufsplitten. Im letzten Video ging es ja um Abokauf, Abonnenten kaufen, Klickzahlen kaufen und so weiter. Aufgrund der neuen YouTube-Richtlinien ist mir halt der ein oder andere Kanal ins Auge gefallen, die wohl, so wie es aussieht, sich ein paar Abonnenten gekauft haben, oder irgendeiner wollte was Gutes denjenigen tun und hat ein paar Abonnenten für diejenigen gekauft, um halt weiterhin am Partnerprogramm teilnehmen zu können, sodass sie dann auch weiterhin ihr kleines Taschengeld im Monat bekommen für eine Tankfüllung oder was auch immer. Jetzt soll es mal ein bisschen darum gehen, was ich von den neuen Richtlinien überhaupt halte, wie es dazu gekommen ist und so. Wie schon erwähnt im letzten Video, am 20. ist der Stichtag. Wer bis dahin keine 1000 Abonnenten hat oder 4000, also man muss 1000 Abonnenten haben und mindestens eine Watchtime aufs Jahr hingesehen von 4000 Stunden. Was ich von den neuen Richtlinien halte, ich finde es jetzt nicht so schlecht und nicht so übertrieben. Also man hat eine Möglichkeit, am Partnerprogramm teilzunehmen, wenn man ja einen entsprechenden Content liefert und sich auch ein bisschen Mühe gibt und Zeit in seinen Kanal investiert. Es ging ja, glaube ich, YouTube erstmal nur hauptsächlich darum, weil eben viel Schindluder getrieben worden ist. Blinken kannst du auch mal, danke. Gerade so kleinere Kanäle, die haben dann halt, ja, was weiß ich, ein paar hundert Abos gehabt oder vielleicht sogar noch unter 100 Abos. Hatten aber schon direkt Werbung geschaltet und ja, ich weiß nicht, haben dann halt fragwürdige Videos auch unter anderem hochgeladen. Das war dann mal höchstwahrscheinlich, oder so wie ich das mitgekriegt habe, meistens dann halt so kleinere Kanäle, die dann halt ein bisschen für Ärger gesorgt haben auf YouTube oder für YouTube, wo dann auch viele Firmen gesagt haben, auf der Plattform wollen wir erstmal keine Werbung mehr schalten lassen, wir zahlen das nicht mehr, wir wollen nicht mehr vor irgendwelchen fragwürdigen Videos unsere Werbung sehen. YouTube ist dann halt auf die Idee gekommen, dann machen wir das Ganze eben so. Mit der automatischen Überprüfung der Videos hat es ja nicht so geklappt, wie man gesehen hat. Auch ich war davon betroffen, dass das ein oder andere Video direkt demonetarisiert worden ist aufgrund von fragwürdigen Inhalten, obwohl es so wie dieser Moto-Vlog auch ein ganz normaler Moto-Vlog war, ohne großartig ja, aufzufallen, negativ aufzufallen in den Videos. Hat man dann schon gesehen, dass dieses automatische System nicht funktioniert. Zum Beispiel der Kanal Motorradnachrichten war stark davon betroffen, auch er. Oder auch seine Videos wurden anfangs sehr stark gefiltert und beziehungsweise demonetarisiert. Ja, so dass er dann bei jedem Video erstmal eine manuelle Überprüfung beauftragen musste. Wo dann das Video aber allerdings schon ein, zwei Tage online war, wo dann halt die meisten Klickzahlen drauf kommen. Und so gesehen war natürlich auch waren dann natürlich auch die Werbeeinnahmen geringer, ja, weil bis dann die Werbung wieder freigeschaltet worden ist, ist es dann halt schon von den meisten angeklickt worden, ja. Und solche Kanäle hatten da wirklich ganz schön mit zu kämpfen, und teilweise, glaube ich, hatte er jetzt speziell auf Motorradnachrichten bezogen, hatte er auch, glaube ich, die Schnauze voll, ja, eine Zeit lang irgendwas mit YouTube zu machen. Kam natürlich auch Vidme in Gespräch, Alternativen wurden gesucht. Vidme gibt es mittlerweile auch nicht mehr, weil der Andrang so groß war von den einen oder anderen Tag auf. Wollten so viele von YouTube auf Vidme wechseln und da sind die Server wohl zusammengebrochen. Man hat unendlich Kohle investiert, aber im Endeffekt blieb dann ja die Nutzung im anschließenden nach dem Ansturm aus. Ja, dass man dann quasi umsonst in neue Server investiert hat, und so gesehen, glaube ich, ist Vidme auch dann pleite gegangen. Dann munkelt man hier was von DTube, ja, soll wohl auch eine gute Alternative sein, mal gucken, wie sich das da entwickelt. Aber man merkt schon, der eine oder andere ist nicht so ganz zufrieden mit YouTube und den Richtlinien und der Vorgehensweise und suchen sich dann halt dementsprechend stellenweise dann auch schon Alternativen. Aber für mich ist YouTube einfach das Nonplusultra, ja, da sind halt die meisten angemeldet, jeder kennt YouTube, jeder hat auch aufgrund
seine Smartphones meistens auch einen Google-Account und jeder Google-Account hat quasi auch dann auch einen YouTube-Account. Und in dem Sinne sehe ich YouTube auch in den nächsten Jahren als absolut konkurrenzlos an. Man kommt echt nicht drum herum, ja, YouTube nicht zu benutzen. Und deswegen muss man halt das fressen, was YouTube einen vorsetzt. Sprich, jetzt hier auch die neuen Richtlinien. Man muss es schlucken, wenn man mit YouTube weitermachen möchte. So gesehen ist es natürlich auch immer ein bisschen schwierig, da seine Meinung drüber kundzutun, weil ich selbst, wie gesagt, bin nicht davon betroffen. Ich kann natürlich verstehen den Ärger und Frust von manch anderen, die jetzt sagen, Mensch, ach, jetzt verliere ich mein Taschengeld und ist doch auch alles so teuer und ich muss doch auch ein bisschen Geld investieren und. Klar, das ist natürlich schade, aber wie gesagt, gerade am Anfang macht man ja auch YouTube eigentlich nur absolut nur aus Spaß, ne? Und ja, für sich selbst quasi am Anfang, weil man am Anfang ja gar keine Abonnenten hat und Zuschauer, ne? Ich habe auch angefangen, mache hier meine Videos, drehe alles und da dachte ich, Mensch, zu schade, das alles hier irgendwo auf eine Festplatte abzulagern. Vielleicht geht es dann auch irgendwann mal verloren, weil die Festplatte kaputt ist oder was weiß ich. Und so bin ich dann eigentlich dazu gekommen, das Material dann auf YouTube hochzuladen. In den Anfängen eigentlich ohne Intro, ohne alles, ohne Sprache, einfach stumpf seine Fahrten mitgefilmt, hier mit der Honda CBF 600 war das noch. Und dieses Material dann ungeschnitten auf YouTube hochgeladen, einfach nur, ja, um eine Sicherung zu haben und ein Backup zu haben, ja, weil auf die Server von YouTube ist, denke ich mal, in den nächsten 10 Jahren auf jeden Fall Verlass. Und ja, wenn es den einen oder anderen sogar interessiert und eine Freude macht, diese Videos anzuschauen, ja, warum denn nicht, ne? Klar muss man auch mit Kritik umgehen können. Gefällt natürlich nicht jedem und so weiter. Aber auch das finde ich sehr positiv, ja, indem man halt ein bisschen Kritik zurückbekommt. Oder auch vor allen Dingen sich ein paar Erfahrungen austauschen kann über die Kommentare. Oder sogar neue Bekanntschaften drüber schließen kann. Das ist doch schon wirklich ein positiver Effekt genug, finde ich in meinen Augen. Da muss es jetzt nicht unbedingt noch die 5 oder 10 Euro Taschengeld im Monat sein. Das ist halt nur noch mal so ein ganz schöner Bonus obendrauf, wo ich dann sagen kann, ja, ihr liebe Zuschauer und Abonnenten, ihr zahlt mir im Monat zumindest mal einmal eine Tankfüllung oder aufs Jahr hingerechnet vielleicht die Versicherung von einem Motorrad, ja, sodass er mich da hingehend auch ein bisschen unterstützt und ich dann halt quasi ein bisschen was zurückkriege für die Arbeit, für die Investition in Technik und so weiter. So, jetzt fahren wir hier links am Sorpesee vorbei. Die Kamera läuft noch, dann machen wir eine kleine Pause, dann mache ich einen Akkuwechsel. Und dann würde ich sagen, reicht das auch. Also wie gesagt, die neuen Richtlinien, die sind schon hart. Ja, also die Hürde ist jetzt nicht mehr ganz so einfach zu überwinden wie vorher. Ich glaube, vorher musste man nur 10.000 Klicks auf alle seine Videos gesamt haben. Jetzt, wie gesagt, 4.000 Stunden Watchtime aufs Jahr gerechnet und 1.000 Abonnenten. Da fallen natürlich die ganzen kleineren Kanäle jetzt raus und teilweise machen natürlich auch die kleinen Kanäle so geilen Content. Ja, die haben teilweise auch Tausende von Euros in... Oh, der ist ja zugefroren, der Sorpesee. Tausende von Euros in ihr Kamera-Equipment gesteckt, aber bekommen irgendwie ja, geldlich zumindest kaum was wieder. Müssen alles aus eigener Tasche bezahlen und die größeren YouTuber, ja, die bekommen teilweise ihr Video-Equipment gesponsert von Firmen und kassieren nochmal die dicke Kohle über die Werbung, ne? Obwohl der Content teilweise gar nicht so qualitativ ist, ja, oder qualitativ teilweise sogar noch schlechter ist wie bei kleineren Kanälen. Da ist das natürlich in meinen Augen doch schon etwas ungerecht. Und da hätte vielleicht YouTube, ja, ich weiß nicht, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber vielleicht hätte man da programmiertechnisch doch mehr erreichen können, weil die Leute von Google sind ja nicht doof, ne? Ich meine, die entwickeln künstliche Intelligenzen und so.
Und auf ihrer Videoplattform YouTube, da wird irgendwie total versagt. Ja, da kriegen sie es nicht auf die Reihe, automatisch die Videos zu überprüfen. Ja, da werden erstmal konsequent fast alle erstmal demonetarisiert, weil die künstliche Intelligenz, die sie dafür programmiert haben, doch nicht so gut funktioniert. Und dann dementsprechend die Videos nochmal händisch nachgeprüft werden, was natürlich irgendwo ein enormer Aufwand ist und vor allen Dingen auch ein enormer Kostenaufwand. Man muss Mitarbeiter einstellen und, und. Da kann ich dann natürlich auch auf der Seite YouTube verstehen, indem sie sagen, wir machen das jetzt anders. Wir heben einfach jetzt mal die Grenze so stark an, dass, ich sag mal, 2/3 der YouTube-Kanäle rausfallen, die partnerberechtigt sind, sodass wir wirklich nur noch uns, ja, nur noch auf die kleinere Stück vom Kuchen konzentrieren müssen, wo natürlich auch die YouTuber mit 2.000-3.000 Abonnenten dazu zählen. Aber wie gesagt, auch die sind teilweise nicht partnerberechtigt, weil sie eben die 4.000 Stunden nicht erreichen. Also haben sie schon mal wirklich, ich sag mal, ja, Millionen oder tausende Kanäle schon mal weniger, die sie überhaupt gar nicht mehr überprüfen müssen. Und natürlich dahingehend auch enorme Kosten einsparen, die sie lieber in ihre Server stecken. Ja, ihr müsst ja auch überlegen, YouTube ist auch für uns Uploader oder Creator, wie man uns nennt, absolut kostenlos. Ja, ich habe letztes Jahr 450 Gigabyte Daten auf deren Servern hinterlegt und dieses Jahr geht es wieder lustig weiter. Und das alles kostenlos. Motorradfahren ist sowieso relativ ein teures Hobby. Und da jetzt speziell auf die Motovlogger gesehen, sollte doch niemand jammern unter euch, wenn euch diese geringen Einnahmen plötzlich wegbrechen. Und ich würde schon gar nicht auf den Gedanken kommen, wie im letzten Motovlog angesprochen, mir jetzt irgendwelche Abonnenten zu kaufen, um die Anforderungen zu erfüllen. Also ich werde bestimmt jetzt nicht geplant Geld investieren, um dann halt auf längere Sicht Geld wieder einnehmen zu können. Das mache ich nicht. Also für mich ist es und bleibt es ein absolutes Hobby, absoluter Spaß. So wie hier jetzt die schöne Aussicht zu genießen, so genieße ich es jedes Mal, freiwillig, unentgeltlich die Kameras einzuschalten, mitzuführen und euch das Material hinterher zurechtzuschneiden und auf YouTube zu präsentieren. Ich mache das ja auch stellenweise für mich. Ich gucke mir ja selber meine Videos gerne an. Ja, und habe Erinnerungen für später, wenn ich mal 10, 20 Jahre älter bin oder vielleicht durch einen Unfall. Wir wollen es natürlich nicht herbeibeschwören, aber kann immer mal irgendwas passieren, wo ich jetzt in den nächsten Jahren dann sage, ich kann kein Motorrad mehr fahren, geht nicht mehr. Ne? Ich habe ein Bein weniger oder was, aber dann habe ich immer noch meine Aufnahmen und kann mich dann halt an die schönen Zeiten erinnern. Und das überall auf der Welt. Ja, ich muss das nicht irgendwie selber lokal speichern, die ganzen Terabytes, die da doch schon zusammenkommen und, und. Und es ist doch schön, wenn man dann seine Arbeit und seinen Aufwand mit anderen teilen kann und es viele dann auch toll finden, Applaus quasi virtuell klatschen, indem sie Kommentare schreiben, freundliche und positive Kommentare. Natürlich ist der ein oder andere Dislike dabei, entweder aus Versehen gedrückt oder weil halt der Motovlog für denjenigen nichts war, langweilig war, was auch immer. Man kann halt nicht jedem gefallen. Und so ist es nun mal auch bei YouTube. Die sagen sich auch, uns gefällt jetzt nicht jeder Kanal mehr. Ja, nicht jeder Kanal bekommt jetzt hier sofort den Partnerschaftsstatus und ihr könnt jetzt hier schön lustig Werbung schalten. Irgendwelche, kannst auch mal grüßen, irgendwelche fragwürdigen Videos hochladen, die ja gut geklickt werden. Da kann ich dann YouTube doch ganz schön verstehen, ja, wo sie da dann halt jetzt hier die Hürde ein bisschen höher gesteckt haben. So, jetzt sind wir hier gleich rum um den Sorpesee. Ja, so der ein oder andere Motorradfahrer hat sich dann heute doch getraut, bei diesem schönen Wetter im Ende Februar. Sind auch viele Fußgänger unterwegs mit Fahrrädern, Inline-Skates und so weiter. Es ist ein richtig schöner, sonniger Sonntag. Bei angenehmen 4-5 Grad.
Ja, auch hier bitte mal eure Meinung unter das Video schreiben, was ihr von den neuen Richtlinien haltet. Und was ihr vielleicht jetzt in Zukunft dafür tut, diese Richtlinien zu erfüllen. Oder ob ihr sagt, nee, jetzt habe ich die Schnauze voll. Ich habe es nur wegen Geld gemacht, nur wegen den 5 Euro im Monat und ich höre jetzt sofort auf und melde mich auf DTube an oder auf irgendeiner anderen Videoplattform oder lade gar nichts mehr ins Netz. Ich behalte jetzt mein Material und meine Arbeit für mich selbst. Keine Ahnung, schreibt es mal drunter, was ihr, wie gesagt, von den neuen YouTube-Richtlinien haltet. Ob ihr davon, wie gesagt, betroffen seid. Wenn ja, bitte gerne eure Meinung dazu. Oder auch wenn ihr nicht davon betroffen seid, auch ganz gerne mal die Meinung unter das Video schreiben. Würde mich sehr freuen. Ja, und in diesem Sinne, Leute, verabschiede ich mich von euch. Wir fahren jetzt hier in Langscheid rein. Wie gesagt, wir sind jetzt hier am Sorpesee. Da hinten ist der Motorradtreff. Da werde ich mich gleich mit einem kleinen Kaffee aufwärmen. Und dann geht es auch schon wieder zurück nach Hause mit einem frischen Akku. Vielleicht fällt mir ja nochmal ein neues Thema ein. Ansonsten, ja, wie gesagt, haut rein. Bleibt sauber. Bleibt heiter. Bleibt gesund vor allen Dingen. Wir sehen uns dann im nächsten Motovlog-Video wieder. Oder im nächsten Video. Bis dahin, Leute. Ciao.